Hallo Frau Krone. Hallo Frau Gier. Warum lohnt es sich für den Sofahandel in den Ladenbau zu investieren? Weil ich ganz fest der Überzeugung bin, dass es mehr Kunden gibt, die gerade diesen emotionalen Bereich wie ein Tier und alles, was dazugehört, Zubehör, individuell beraten, gut betreut, auf der Fläche kaufen möchte und nicht im Internet. Und dazu gehört, dass im Zuge dieses emotionalen Themas auch die entsprechende Umgebung für den Kunden gegeben wird. Das lässt sich eben dann über Erlebniswelten, über naturnahe Präsentation, Produktvielfalt, vor allen Dingen auch Kompetenz, dann nachher über die Mitarbeiter, liebevolle und emotionale Betreuung nur auf solchen Flächen sicherstellen. Wo sehen Sie hinsichtlich der Tierpräsentation und Gestaltung noch Nachholbedarf im Zoofachhandel? Da gibt es meiner Meinung nach zwei Bereiche. Der eine ist sicherlich die Energiekostenoptimierung. Es ist so, dass gerade viele Alt- oder Bestandsstandorte gerade diesen Bereich doch noch sehr stiefmütterlich behandeln. Oft geht damit eben diese klassische Denke einher, dass das, was noch funktioniert, auch gut ist und nicht angefasst werden muss. Und dabei außer Acht lassen, dass die Bereiche, oder andersrum gesagt, wenn die Umsätze auf den Flächen stagnieren, aufgrund des Internethandels, der natürlich auch heute seine Legitimation und seinen Platz hat, dann müssen solche Investitionen gemacht werden, um die Effektivität auf den Flächen zu erhöhen. Was heißen will, dass laufende Betriebskosten über die Energieeinsparungen kompensiert werden und auch die Manpower der Mitarbeiter, die auf den Flächen dafür zuständig sind, dass die Anlagen gewartet, gepflegt und betreut werden, so weit wie es geht, reduziert werden. Und da gibt es heute so viele neue technische Lösungen, die das so viel vereinfachen, dass das einfach angefasst werden muss. Der zweite Bereich ist meiner Meinung nach ganz eindeutig, dass für den deutschen Markt die Denke von der klassischen Lösung doch weiter in den Hintergrund geraten muss. Für den ausländischen Markt erfahren wir halt die Resonanz, dass die Umsetzungsvariation technischen Möglichkeiten, optischen Lösungen deutlich großzügiger und offener angefasst werden, als das für den deutschen Markt der Fall ist. Vielen Dank. Gerne.